Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Dragon Ball Dokkan Battle und wir sind immer noch bei Summons. Im letzten Video haben wir uns den Goku Banner genauer angeschaut, in diesem Video schauen wir uns den Freezer Banner ein bisschen an und machen unsere vier Summons. Drei Discount Summons, ein Free Summon und das war's. Wir haben im letzten Video schon gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich dann noch mehr Summons mache. Ich persönlich will ja nicht mehr ganz so viele Dragon Stones investieren. Ich glaube, der Goku ist auch ein bisschen besser, ist wahrscheinlich aber eher so ein Gefühl, den möchte ich eher haben als der Freezer. Vielleicht habe ich ihn gezogen, vielleicht auch nicht. Vielleicht habt ihr das letzte Video gesehen, vielleicht auch nicht. Aber naja, schauen wir mal. Also wir gucken uns erstmal wie gewohnt den Banner an. Klicken einmal hier auf den Scouter und das ist natürlich der Freezer, den alle haben wollen. Der neue Tag Freezer, Extreme Class Key plus 2, Lebenangriff Verteidigung plus 100%. Dokkan Awakened wird zu Extreme Class Key plus 3, Lebenangriff Verteidigung plus 120%. Bedeutet, ihr könnt richtig schöne Rainbow Teams bauen, ohne darauf achten zu müssen, dass ihr von jedem Bereich eine habt. Das heißt, diese beiden Einheiten lösen eigentlich den Tag Vegito Blue und den STR Rosé als Leader für Rainbow Teams ab. Wie gewohnt, oder wie auch beim Goku, ist es so, dass Freezer nach dem Dokkan Awakening in jeder Runde sich weiterentwickelt. Über einen normalen Freezer, erste Form, zweite Form, dritte Form, Final Form und Golden Freezer, wenn ich mich nicht komplett irre. Natürlich wollen wir diesen Freezer haben, aber mal schauen, ob wir Glück haben. Was ist noch in dem Banner? Wir haben den Int Angel Golden Freezer. Sehr coole Karte, würde ich definitiv nehmen, kann ich gebrauchen. Dann haben wir noch den Agility Super 17, was ein bisschen schade ist, weil er nicht wirklich hier reinpasst und ich ihn eigentlich auch nicht mehr brauche. Aber auf Global haben wir den bekommen, weil der Blue Vegeto noch nicht raus ist, der neue. Ihr wisst ja, der Pure Saiyan Kategorie Leader. Dann haben wir den SR Jose. Ich glaube, ein Pfad bei dem habe ich noch offen, den würde ich nehmen. Sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir den physischen Cooler, auch eine coole Karte, muss ich nicht unbedingt haben. Meiner, ich glaube, einen kann ich noch gebrauchen, danach bin ich mit dem auch durch. Tech Golden Freezer kann ich immer nur empfehlen, falls ihr werdet meine EZAs Videos, die ich schon vorbereitet habe, demnächst sehen. Da ist der wirklich MVP. Viele unterschätzen ihn. Und dann haben wir den neuen STR Freezer, Extreme STR Typen, Key plus 2 Leben, Angriffverteidigung plus 70%, Passiv, Angriffverteidigung plus 70, plus 80% in derselben Runde, nachdem er einen Angriff bekommen hat. Das heißt, wenn er zuerst angegriffen wird und ihr dann ultiert, macht ihr 80% mehr Schaden, was nicht schlecht ist. Und sein Passiv ist Time to Die. Ne, das ist eine Super-Attacke. Erhöht die Angriff für eine Runde und macht Supreme Damage. Also ist okay. Also auch ein neuer Freezer. Dann haben wir den First Form Freezer, zweimal STR. Wie ähnlich wie der Goku-Banner. Ein paar Extreme-Einheiten, die natürlich mit ihm zusammenpassen würden. Und mein Ziel, die vier Summons zu machen, die drei Discount-Summons und den Free-Summon. Und wir fangen direkt mit den ersten Discount-Summon an. Machen zwischendurch, wie gewohnt, einen kleinen gemeinsamen Summon. Und ich hoffe einfach, ein bisschen mehr Glück zu haben. Also wir haben Buu, Piccolo und Goten. Ich glaube, das heißt nicht besonders viel. Kein Paar, der zusammenpasst. Das heißt, der erste Summon könnte was werden, muss nicht unbedingt. Und wir bleiben Super Saiyan 2. Wobei ich aus dem letzten Video weiß, Super Saiyan 3 bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass ich was Vernünftiges bekomme. Okay. Janemba. Braucht kein Mensch. Das hier ist eine coole Truppe, dessen Namen ich mir nie merken kann. Dory. Finding Dory. Okay, ich sag, dich will ich nicht unbedingt haben, aber du tauchst trotzdem auf. Nehme ich trotzdem. Cooler ist eine coole Karte. Sollte eigentlich kein Witz sein, aber ja. Er kommt zu Dragon Ball Fighters. Ich nehme ihn. Ich glaube, jetzt habe ich aber alle Pfade mit ihm offen. Aber alle unterschätzen Cooler, meiner Meinung nach. Also eine Karte, die echt gut reinpasst. Und was soll ich sagen? Es ist ein SSR Neo-God-Lead. Den nimmt man natürlich. Und das war noch nicht mal der garantierte SSR aus dem Summon, was sehr, sehr cool ist. So, da waren C16 Dabura, ein C20, ne, C19, die verwechsel ich immer. Warum auch immer. Und das ist, wow. Junge, dich habe ich noch nicht mal auf UR, glaube ich, mittlerweile. Aber ich habe schon SA10, so oft wie ich den gezogen habe. Ich muss den jetzt mal Sea Awaken, damit ich seine Pfade aufmache. Also Android 13. Das heißt, wir haben schon zwei SSRs, also drei SSRs in diesem Multi. Yakon. Nein, nicht Yakon. Das ist Tech Golden Freezer. Okay. Ah. Und noch einen richtig alten Vegeta, den kein Mensch braucht. Also, ey, wow, das war schon Fire Multi. Und ich kann mich nicht beschweren. Also ich habe ja gesagt, der Tech Golden Freezer, den nehme ich, weil ich muss nur noch einen Pfad mit ihm aufmachen. Und ich glaube, ich habe den auf Super Attacke 7. Der Cooler ist definitiv cool. Der Int Android 13, ja, ist okay. Und ja, dieser Vegeta, ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Den ziehe ich so oft. Ich kann nichts mit denen anfangen. Das ist eine schlechte Karte, eine alte Karte. Aber okay, das waren 4 SSRs, deswegen keine Beschwerden von meiner Seite. Also wir gehen in den zweiten zusammen. Wir machen den dritten gemeinsam. Dann machen wir den Free Multi. Und dann soll es das gewesen sein. Aber mit 4 SSRs anzufangen, ist schon eine Sache. Das ist was Gutes. Buu mit Herkules auf dem Rücken soll definitiv was Gutes sein. Also Rainbow Release, Base Form. Das wird ein Crackscreen. Bye, guys.
Und wir fangen mit dem SR Rosé an. Okay, also der Freezer-Banner scheint mich schon ein bisschen mehr zu mögen. Ich habe übrigens auch schon einen neuen Crackscreen gesehen, wo Oolong sagt, I want panties, glaube ich, stand da. Also aus dem Original Dragon Ball, der erste Wunsch, den wir gesehen haben. Rosé, willkommen zu Hause. Hier solltest du dich wohlfühlen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, zwei Pfade kann ich bei Rosé noch aufmachen. Ist immer noch eine Bombenkarte, auch wenn alles Lieder vielleicht abgelöst werden würde durch den Freezer. Okay, First for SL. Dann haben wir Pui Pui, Kui Kui, nicht Pui Pui. Pui! Wir nennen einfach Pui! Ja, wir haben SDR Rosé angefangen, das heißt, der Rest des Multis wird so bis zum letzten, der wieder einen ungefeatureten SSR ist und das wird dann wahrscheinlich ein Whis sein. Wobei Whis dürfte in diesen Banner nicht drin sein. Oh ne, ernsthaft? Ja. Ich hoffe, ich kann dich noch gebrauchen. Ich hoffe wirklich, ich kann. Oh, der neue Freezer! Geil! Also nicht der ganz, ganz neue Freezer, aber der andere, das war. Bei dem Goku-Banner genau das gleiche. Ich habe ja den neuen Kaioken-Goku gezogen. Leider nicht den richtigen Goku. Alter, was ist das für ein Multi? Das ist ein richtig guter Multi. Drei SSRs, wieder ein cooler. Wird cooler, mein neuer SSR4. Ich hoffe nicht. Oh! Agility, oder? Ja, leider Agility. Kann ich nicht, den nutze ich nicht mehr. Bei dem Int würde ich mich noch mehr freuen. Aber das waren vier. Das sind vier SSRs im zweiten. Das sind zwei Multis, acht SSRs. Ich freue mich und auf der anderen Seite freue ich mich nicht, weil ich weiß, irgendwann heißt das, dass ich nur noch Scheiße ziehe und ich hoffe nicht, dass es jetzt ist, weil ich hätte den Freezer schon gerne, wenn ich den Goku schon nicht bekomme. Ah, okay. Nice. Eigentlich nice. Also, wir gehen jetzt in den Multisummon gemeinsam mit euch. Ich habe tatsächlich meine Stones jetzt fast alle aufgebraucht. Wir haben Tenshinhan, Gohan und Goten. Und ihr kennt den Drill, ich zähle bis 3, ziehe zurück, also ich ziehe zurück, zähle bis 3, lasse los und ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, was ihr dann mit mir gemeinsam zieht, auf Twitter einfach rantweeten, mit @refacer und ich wünsche euch allen viel Glück. Also, einmal zurückziehen, normaler Release, 3, 2, 1, los! Und das ist Baseform. Und das bedeutet, dass ich jetzt meinen Cooldown-Multi habe, sehr wahrscheinlich. Nein, ich habe noch einen Crackscreen, it's over, Freezer! Kann ich dann auch den Freezer bekommen, wenn du schon schreist, it's over, Freezer? Bitte, Goku, danke. Also, Hellfighter 17. Maju, ne, das ist Goup. Butanks. Den habe ich sogar auf SR10. Habe ich eine ganze Zeit lang als Healer genutzt, weil ich keinen hatte. Captain Ginyu. Das ist die, ja, Spopovic. Und das ist Barta? Ne, Nappa. SR Nappa. Haze Shenron? Jo. Er sieht, die man nicht so oft sieht. Freezer, zweite Form. Nee, erste. Doch, zweite Form. Die erste Form ist ja die kleine, die zähle ich eigentlich nicht mit. Das ist irgendein Captain Ginyu wieder. Und das heißt, wir haben den Crackscreen und wir haben nur den finalen als SSR. Das ist schon ein bisschen doof. Android 17. Und das ist ein Insamazo. Ja, keine Bannerkarte. Ich wollte den damals gerne haben, das war auch so eine Zweiteinheit, die bei einem Banner mit dabei war. Ich habe den jetzt mittlerweile zweimal gezogen, den hatte ich bei den Tickets, haben sie auch. Ist jetzt nicht so die Karte, die ich haben möchte. Okay, ist der Free Multi mir hold? Kann er mir helfen? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben Vegeta, Chaozu und Goten. Und das ist mein letzter Multi in diesem Banner, wie es aussieht. Und wenn ich den Freezer wieder nicht ziehe, dann ist Pech. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde gucken, ob ich noch ein paar Stones farme. Vielleicht mache ich noch den einen oder anderen Multi. Vielleicht mache ich noch ein Video dazu. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, wie ihr das seht. Aber eigentlich wollte ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch gehofft, den einfach mal den ziehen zu können. Das ist aber... Man kann nicht immer Glück haben und alle Karten bekommen, die man möchte. Okay, was ist das? Ugh. Ernsthaft? Was soll ich damit? Den habe ich schon, aber ja. Ich glaube, den habe ich auch nie gespielt. Majin Buu Evil, Pure Evil, ja, was auch immer. Gut, die Animation war, glaube ich, war auch nicht toll, deswegen erwarte ich in diesem Multi auch nichts mehr. Raditz, ja komm, wir gehen hier einfach durch. Stierkampf, Shizami, klingt ein bisschen wie Sushi. Also nicht wie Sushi das Wort, sondern eine Art von Sushi. Dann haben wir noch die Future Android 18, Ballsack Guy, Racine, nochmal ein Raditz. Rare und wir enden mit einem Sinchenron, glaube ich, oder? Ja, das ist der Sinchenron, den nehme ich auch. Aber das soll es für mich gewesen sein. Also,
SSR-mäßig kann ich mich nicht beschweren. Das war ein richtig guter Puls. Aber leider nicht der junge Mann, den ich gerne haben wollte. Und zwar den Freezer. Ich muss jetzt überlegen, ob ich bei dem Freezer oder beim Goku weitermachen würde. Ich persönlich glaube eher, dass ich bei Goku, wenn überhaupt, nochmal ziehe. Der Grund dahinter ist, dass Goku für mich einfach mehr Sinn macht, weil ich bessere Super-Einheiten habe. Und das ist auch immer, wie ihr abschätzen solltet, welche Karte ihr wie zieht. Denn wenn ihr sagt, ah, ich will den Freezer unbedingt haben, weil wir können dann keine vernünftige Einheit um ihn, Team oder kein vernünftiges Team um ihn herum aufbauen, dann macht das eigentlich relativ wenig Sinn. Aber das soll es für mich gewesen sein. Ich freue mich wie gewohnt auf eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir gerne unten rein, was ihr so gezogen habt. Und ihr könnt euch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan Battle Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.